Gekrönte Häupter aus aller Welt gratulieren Elisabeth II. Auf Schloss Windsor zu 60 Jahren Herrschaftszeit. Sie ist die am zweitlängsten regierende britische Monarchin und saß mehr Jahre auf dem Thron als jeder ihrer Gäste. Beim Volk ist die Queen so beliebt wie nie zuvor und deshalb lassen sich die Briten die Jubiläumsfeste natürlich nicht entgehen. Die Queen ist so beliebt wie noch nie seit ihrer Ernennung zur Königin 1952. Sie erhält immer mehr Zuspruch. Selbst die sonst zynischen Stimmen zur Monarchie scheinen verstummt zu sein. Republikaner bleiben in Großbritannien in der Minderheit. Die Hochzeit von Prinz William und Herzogin Catherine im April 2011 hat der königlichen Familie einen regelrechten Hype beschert. Millionen Menschen verfolgten die Zeremonie im Fernsehen. Das junge Paar verpasst der Monarchie ein modernes Gesicht. Auch der Verkauf von königlichen Erinnerungsstücken ist beachtlich in die Höhe geschossen. Sie hat immer das Beste in ihrem Job gegeben. Können Sie sich vorstellen, so etwas mit 86 Jahren zu machen? Sie hatte eine wunderbare Herrschaftszeit und sie hatte großen Einfluss auf unser Land. Obwohl ich kein Royal-Fan bin, finde ich, dass die Queen einen fantastischen Job macht. Ich bin sehr glücklich, Teil ihrer Regentschaft zu sein. Trotz ihres Alters zeigt die Queen keine Anzeichen von Müdigkeit bei erstaunlichen 450 Auftritten pro Jahr. Am meisten genießt sie einfache Rundgänge, dann hat sie die Möglichkeit, Menschen aus dem Volk persönlich zu treffen. Aber für das königliche Oberhaupt war es nicht immer einfach. Während ihrer Herrschaft erlebte sie enorme gesellschaftliche und politische Veränderungen. In 60 Jahren hat die Queen kein einziges Interview gegeben und ließ sich nie in Auseinandersetzungen hineinziehen. Selbst dann nicht, als sie wegen ihrer kühlen Reaktion auf den Tod von Lady Diana kritisiert wurde. Die Queen zeigt nicht oft ihre Emotionen. Manchmal hat sie es getan, aber im Grunde war sie immer professionell. In diesem schwierigen Job für so schrecklich lange Zeit. In den letzten Jahren wirkte die Queen gelöster. Die Jubiläumsfeste scheinen für sie ein regelrechter Jungbrunnen zu sein. Bei Madame Tussauds wurde kürzlich die neueste Wachsfigur der Monarchin enthüllt, die mittlerweile 23. Version. Jetzt erreichen die Jubiläumsfeierlichkeiten ihren Höhepunkt. Mit einer Königin im Zenit ihrer Popularität, die noch lange nicht ans Aufhören denkt.